Jojojo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, du hast einen richtig schönen Tag bis jetzt und jetzt wird dein Tag noch viel mehr versüßt. Ja, hattest du denn einen schönen Tag? Ist scheißegal. Wir versüßen dir den Tag. Let's go. Wir ziehen uns nämlich ein gewisses Video rein. Das werde ich euch jetzt mal zeigen. Hier, Leute, seht ihr das? Seht ihr das? Was ist deine größte Unsicherheit? Ich bin richtig gespannt. Wir gucken rein. Let's go. 3 Millionen Aufrufe. Das Newcomer-Format auf YouTube. Trotzdem sind 80% der Zuschauer keine Abonnenten. Was? Was? Oh shit, das wollte ich nicht aktivieren. Was? Das gibt's ja nicht. Leute, alle abonnieren, alle abonnieren. Abonniert alle den Kanal unten. Also meinen natürlich auch, aber deren Kanal natürlich auch. Let's go. Leute, übrigens, ich muss euch was zeigen. Hier, guck mal, ich habe jetzt was Neues. Ein paar Einblendungen. Ihr kennt das bestimmt. Sieht man das? Sieht man das? Ja. Ist nur die Frage, ob man es auch hört. Also sehen tut ihr es, aber hören, ich weiß es nicht so genau. Also ich höre es leider auf meinen Kopfhörern nicht. Das ist ein bisschen komisch. Und ich habe noch was Neues. Warte, wie heißt das nochmal? Felix, ich weiß es zu schätzen. Felix, ich weiß es zu schätzen. Ich bin gespannt, ob man das nachher hört in der Aufnahme. Let's go. Sei du nicht so. Ja. Hi. Hallo. 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 Ja. Was wäre dein größter Ich muss sagen, ich habe letztens ein paar Taddle-Videos geguckt. Der macht ja auch wieder YouTube, hat ja lange eine Pause gemacht und hat nur noch Musik gemacht. Aber ich finde den Typen richtig sympathisch und gucke den richtig gerne. Also echt geil, was der so macht auf YouTube. Oh, ich würde jetzt so direkt irgendwas sagen, wo man im Büro sitzen muss oder so. Aber wahrscheinlich eher so in der Kanalisation. So. Das sagt so jeder. Bauarbeiter. Aber Respekt an alle Bauarbeiter. Hört sich jetzt mega scheiße an, weil das voll viele Leute machen, aber sowas wie Bürokaufmann. Imker. Ohne Scheiß. So, Grundschullehrer. Das ist das Schlimmste. Ich glaube, boah, ich. Nee. Welche war die größte und bedeutendste Entscheidung, die du mal treffen musstest? Mega heftige Frage. Ich glaube, nach der Schule keine Ausbildung zu machen, sondern eher den Weg weiterzugehen, den ich dann jetzt so gewählt habe. Ob ich die. Ach, krass, krass, er ist auch auf YouTube gegangen. Ja, Leute, ich kann euch auch sagen, bei mir ist es ähnlich. Also, ich habe keine Ausbildung gemacht, sondern ich habe mich direkt dafür entschieden, einfach YouTube zu machen und ziehe das jetzt voll durch, Leute. Ihr merkt ja, hier kommen geile Videos auf meinem Kanal. Abonniert den Kanal! Abonniert! Oh, ja, GG, jetzt wieder falsches Tast gedrückt. Abonniert den Kanal! Die Schauspielschule beende oder nicht? Man kann jetzt einen auf mega pathetisch machen und sagen, eigentlich wiegt halt jede Entscheidung übelst viel. Jede so Butterfly-Effekt. Die meisten wissen ja, dass meine Eltern beide Lehrer sind und es war damals. Alles wirkt auf alles, aber es gibt schon wichtige Entscheidungen, also schon große Entscheidungen, die echt wichtig sind. So. Echt hart gegen die Meinung von meinen Eltern anzukämpfen und mich, ich sage jetzt mal, loszureißen und meinen eigenen Weg zu gehen. Sorry, Mama, Papa, das war nicht böse gemeint. Ich glaube, die Entscheidung, auf welche Schule ich damals gegangen bin, weil es gab bei uns im Dorf so zwei Gymnasien und ich musste mich entscheiden, auf welches Gymnasium ich gehe. Und wäre ich auf das andere Gymnasium gegangen, wäre ich wahrscheinlich ganz woanders gelandet, als wenn ich auf dem Gymnasium, also, als wenn, du weißt schon. Wenn du dir aussuchen könntest, was für ein Lebewesen du im nächsten Leben wärst, was wäre das? Ich glaube, ein Falke. Adler. Krass, ich habe gesagt Falke. Echt? Ja. Löwe. Ein Mensch. Was würde ich denn gerne sein? Ich würde auch irgendwie so ein Vogel sein, weil. Ja, Leute, so ein Vogel zu sein, das ist ja übel sick. Du kannst einfach rumfliegen und so weiter und so fort. Richtig crazy, ey. Richtig crazy. Was ist die erste Erinnerung, die du hast? Ich glaube, wo ich mich. Als ich noch in Bayern gelebt habe, das heißt, ich muss unter 4 Jahre alt gewesen sein, komplett eingeschissen ich bin hinter einem Sofa und bin irgendwie 3 oder so und habe ein Spielzeug. Und dieses Sofa ist braun und wir haben noch in einem Hochhaus gewohnt. Das ist die erste Erinnerung, die ich habe. Ich weiß nicht warum. Und das kam wie so ein Blitz, ob meine Seele da erst anfing, bei mir reinzukommen. Von meinem zweiten Geburtstag. Voll interessant, dass er das so beschreibt. Also bei mir war das tatsächlich so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mehr so mehr so einrede oder ob das wirklich so ist. Aber bei mir ist es so, wir waren im Urlaub mit meinen Eltern und wir waren irgendwie so wandern und es hat übel angefangen zu regnen und ich war noch so relativ klein und deswegen in so einem Tragerucksack. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, also so ein Rucksack, den man hinten so rauf machen kann und da saß ich dann drin und dann hat es übel angefangen zu schütten.
das ist so meine erste Erinnerung. Ich glaube, das war irgendwie auf Gran Canaria oder so. Also. Ich kann mich noch erinnern, wie mein Opa mich auf den Tisch gesetzt hat, um ein Foto zu machen. Und ich gucke mal, ob ich das Foto finde, dann können wir das irgendwo mal einblenden. Ich weiß es. Ich habe so ein Zäpfchen als Kind in Arsch bekommen, wo ich eingeschlafen bin. Und dann haben die mir irgendwas rausgebracht. Oh Gott, belastend. Ja, das war jetzt nur 1:1. Meine kleine Schwester, die war 2. Da war das so, dass sie da halt auf diesem Sofa geschlafen hat und meine Mutter hat da gerade Wäsche gemacht. Die hat halt gepisst. Und dieser Strahl, also wenn die da so lang, kam die in dieser Strahl so nach raus. Gibt es etwas, das... Warte, das muss ich mir nochmal anhören hier. Was? Kleine Schwester, die war 2. Da war das so, dass sie da halt auf diesem Sofa geschlafen hat und meine Mutter hat da gerade Wäsche gemacht. Die hat halt gepisst. Und dieser Strahl, also wenn die da so lang, kam die in dieser Strahl. Okay, die hat halt aufs Sofa uriniert. Wie es sich anfühlt, wenn man ein Tattoo weglasern lässt. Aber ich will alle Tattoos behalten, das ist ein bisschen knifflig. Ja, sehr vieles. Zum Beispiel die Welt zu sehen. Jetzt haben wir die Fragestellung übersprungen. Das geht gar nicht. Gibt es etwas, das du unbedingt noch erleben willst? Ich will gern spüren, wie es sich anfühlt, wenn man ein Tattoo weglasern lässt. Aha. Aber ich will alle Tattoos behalten, das ist ein bisschen knifflig. Ja. Ja, musst du sich einfach extra eins stechen lassen und dann das einfach wegmachen, easy. Sehr vieles, zum Beispiel die Welt zu sehen. Kinder zu kriegen. Ich will auf jeden Fall eine Kreuzfahrt machen und das mache ich auch nächstes Jahr. Ich würde sau gerne. Richtig, also ich würde... Jetzt habe ich den Satz rein. Ich würde sau gerne nur malen und davon dann leben können. Was verwirrt? Ja, let's go, Alter, let's go. Ja, das würde ich gerne machen. Ja, so. Einfach mal so ein ganzes Jahr einfach nur chillen. Ja. Dich am anderen Geschlecht am meisten. Was stören? Und davon dann leben kann. Was verwirrt dich am anderen Geschlecht am meisten? Verwirrt. Mir fallen nur dumme Witze ein. Mit der Frage kannst du noch anschlagen. Dass ihr so mit so einem Blickwinkel durch die Welt geht. Was? Stimmt überhaupt nicht. Voll der Bullshit, Alter. Lächerlich. Was finde ich am anderen Geschlecht am verwirrendsten? Sagen wir mal... Die verschiedenen Geschlechtsorgane, wie die funktionieren. Eigentlich so, sonst eigentlich nichts. Aber ist eigentlich auch nicht schlecht, weil ihr seid, glaube ich, glücklicher als wir Frauen. Gar nichts. Mich verwirrt nichts. Mich verwirrt überhaupt nichts. Richtig abgeklärt. Wahrscheinlich. Mich verwirrt doch nichts. Ich glaube, der Hormonhaushalt, dass der oft so wirklich das Tun beeinflusst und man mit derselben Person, mit der man gestern normal geredet hat, plötzlich nicht mehr so richtig normal reden kann. Was? Kompletter Bullshit. Das ist bei meiner Freundin einfach nie so. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwie so eine komplett besondere Freundin habe, aber was? Dieses Launenhafte manchmal. Was? Manchmal kann ich das... Ja, lol, also Leute, die Launen haben, die haben sich einfach nicht unter Kontrolle. Also das ist wirklich lächerlich, sorry. Eigentlich zum Beispiel bin ich nett, die sind halt launenhaft. Oder weiß nicht, wie ich reagieren soll. Ich kontrolliere doch meine Laune, nicht irgendwie meine Hormone. Und ich kontrolliere meine Hormone mit meiner Laune auch, weißt du? Also check dir das? Weiß nicht. Würdest du an deinem Körper gerne verändern? Ich hätte Felix. Ich weiß es zu schätzen. Gerne einfach athletischer, so ein bisschen gesünder. Ich würde gerne meinen Körper ein bisschen verwöhnen und denen so zeigen, hey, ich bin froh darüber, dass du meinen Geist rumträgst. Ich glaube gar nicht. Boah, was würde ich an meinem Körper verändern? Mehr Muskeln, Alter. Ich bin noch Lauch. Ich brauche mehr Muskeln, ganz klar. In der Cam geht's sogar, aber man sieht ja auch meine Arme nicht, Alter. Ich bin so zufrieden, wie ich bin. Ich habe von meinem Vater... Ja, wahrscheinlich. ...Haarausfall geerbt und bald gehe ich in die Türkei und werde etwas an mir verändern, Leute. Ach, ich wäre gern dünner. Mein Bauch. Ich habe eine kleine Speckrolle und die soll weg. Was ist dein Lieblingszitat? Ich habe damals immer so ein Filmzitat in meine Bio geschrieben, aber eigentlich verbinde ich damit gar nichts. Ich fand's einfach artsy und cool. Es kostet 0 Euro, ein guter Mensch zu sein. Das klingt jetzt ganz komisch, Leute, und auch nicht falsch verstehen, aber es gab in World of Warcraft einen Boss, der hat immer gesagt, der einzige Ausweg ist der Tod.
das trifft nicht auf mich zu, aber ich fand es. Naja, ist halt, trifft halt im Leben schon zu. No joke, Leute, no joke. Einfach cool. Habe ich doch immer hier hinten drauf. There's nothing impossible to him, we will try. Boah, keine Ahnung, ob das übelst überheblich und weird kommt, aber so ein Zitat von einem Baby Brain Song von mir. Da sage ich, ich reiße mich von den Fesseln frei, zumindest temporär, wenn ich Texte schreibe. Bedeutet mir einfach krank viel. Also bei mir wäre es wahrscheinlich, gib und dir wird gegeben. Für den Hass von 10.000 Jahren! Was ist deine größte Unsicherheit? Alles. Dinge auszusprechen, die mich stören an anderen Menschen und die Menschen damit in Konfrontation bringen. Meine größte. So, Leute, ich sag. Jetzt. Ja, ich sag's euch ganz ehrlich: Meine größte Unsicherheit ist einfach mein Körper. Weil ich wurde immer damit ein bisschen aufgezogen, so damit gemobbt. Naja, nicht gemobbt, aber mir wurde immer so gesagt, so, du bist so dünn, du bist so schlimm, du bist so dünn, bist du magersüchtig. Und deswegen ist das zu meiner größten Unsicherheit geworden. Mittlerweile ist es deutlich besser geworden, aber als Kind habe ich da wirklich drunter gelitten, weil ich auch nicht wusste, wie man damit umgehen soll. Aber mittlerweile weiß ich halt so ein bisschen, wie ich damit umgehen muss. Und es wird auch immer besser und ich bin mir mittlerweile auch 100% sicher, dass ich meinen Körper verändern werde und dass ich dann, ja, ich denke mal spätestens in so einem Jahr ein ganz anderer Typ bin, weil ich einfach Muskeln aufgebaut habe und ja, das ist so meine größte Unsicherheit. Ihr könnt ja mal eure größte Unsicherheit in die Kommentare schreiben. Wenn ihr euch nicht traut, kann ich das verstehen, also ich meine, das ist natürlich schon was Privates, aber wäre für mich auf jeden Fall sehr interessant. Ich meine, vielleicht einige von euch sind ja auch anonym hier im Netz unterwegs, könnt ihr einfach mal reinschreiben, würde mich wirklich interessieren. Und ja, ob das bei euch auch euer Körper ist, ob das irgendwas eure Aussprache ist oder sonst was. Die größte Unsicherheit ist, dass ich Angst davor habe, einen Fehler zu machen, der unwiderrufliche Folgen hat. Meine größte Unsicherheit ist... Das ist aber voll unnötig. Weil, also guck mal, wenn man einen Fehler macht, dann passiert es sowieso. Und wenn es passiert ist, kannst du es sowieso nicht mehr rückgängig machen. Also warum dann Angst davor haben? Mich zu erklären oder in eine Situation zu geraten, wo ich nichts gemacht habe, aber es so krass aussieht, dass ich es wirklich war. Wenn ich im Redefluss bin, mich dann verhaspel, dann ist das so nicht so, okay, ich fange wieder an einfach, sondern für mich ist das dann so, ich stolper dann so und dann... Was hat dich zuletzt emotional sehr berührt? Darf ich nicht sagen. Ist geheim. Aber es ist ein big thing, crazy thing. Wenn es soweit ist, dass ich sagen darf, dann... komme ich auf dieses Video zurück. Leute, das behalte ich mal für mich, was bei mir so das war, was mich am meisten emotional bewegt hat in letzter Zeit. Das behalte ich mal für mich. Das Video von Unger, wo er geweint hat, das haben wir zusammen im Stream geguckt. Ich habe mich da sehr, sehr drin wiedergefunden. Die letzte Folge von Sherlock Holmes, der Serie. Ich war sehr traurig, dass diese Serie vorbei ist. Ich habe geweint. Und Anna hat geweint. Boah, das kann ich nicht sagen. Das. Ich glaube, viele Situationen, ich bin ziemlich emotional. Mit welcher Person aus deinem Leben hättest du gerne wieder Kontakt? Eigentlich niemand. Also, same, einfach niemand, Alter. Niemand. Die Leute, mit denen ich Kontakt haben will, mit denen habe ich Kontakt. Mit meinem Halbbruder. Meine Tante. Mit Julian Müller. Shoutout Julian, wenn du das siehst. Es gab damals ein Mädchen, in das ich ultra verliebt war. Ich hatte auch zwischenzeitlich wieder Kontakt mit der. Die hieß Seven. Ja, mit der hätte ich voll gerne. Seven. Einfach mal, heißt sie einfach mal Sieben. Heißt sie einfach mal Sieben. Gibt's ja nicht, Alter. Kontakt gehabt. Weshalb meinst du... Okay, Leute, abonniert meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Also, hier kommen jeden Tag solche Reaction-Videos wie diese. Wenn ich das... Oh Gott. Felix, ich weiß es zu schätzen. Okay, ja, das freut mich auf jeden Fall. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Hier kommen jeden Tag so geile Reaction-Videos. Wenn euer Tag scheiße war, scheißegal, kommt einfach rein und ich versüße euch den Tag. So, und ja, dann guckt noch den Rest bei den Jungs an. Also wir sind ja jetzt gerade mal über die Hälfte. Naja, was heißt über die Hälfte? Keine Ahnung, wie viel wir da haben, schon 3/5 oder so. Ja, wenn ihr den Rest sehen wollt, Link ist in der Beschreibung. Guckt einfach rein und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Wir sehen uns morgen. Ciao. Oh Gott, verkackt.